Wie ihr mitbekommen habt, hat die Bundesregierung folgende Regelung festgelegt. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Weil Israel jetzt deutsche Staatsräson ist, darf die Bundesregierung über die zionistische Aggression im Gaza einfach wegschauen. Denn Israel ist demokratisch und die deutsche Regierung ist davon überzeugt, dass sie völkerrechtlich agieren. An diesem Prinzip halten die deutschen Politiker und ihre Vertreter bedingungslos fest. Sogar wenn ganz offenkundig vor ihren Augen eine genozidartige und unmenschliche Herangehensweise an palästinensische Zivilisten stattfindet. Israel ist demokratisch und es handelt demokratisch im Zusammenhang mit dem Völkerrecht. Man kann diesen Leuten noch nichts mehr erklären oder ihnen noch offenkundigere Beweise für ihren Irrtum vorlegen. Sogar wenn der Himmel sich öffnen und eine wundersame Stimme zu ihnen all diese Fakten sagen würde, selbst dann wären sie ignorant und behielten ihren Tunnelblick. Danach versucht Deutschland, mehr Israel zu sein als Israel. Denn jetzt heißt es, das Existenzrecht von Israel muss ausnahmslos von jedem akzeptiert werden. Jede Leugnung soll strafrechtlich verfolgt werden. So fordern das der Innenminister der Länder von Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin. Ist man kein Bürger dieses Landes, dann bekommt man keine Staatsangehörigkeit. Hat man die doppelte Staatsangehörigkeit, wird ihnen die deutsche entzogen. Selbst wenn all dies nicht der Fall wäre, sie werden von der Gesellschaft ausgegrenzt und als Antisemiten verurteilt. Der CDU-Chef Friedrich Merz sagte, man solle keine Flüchtlinge nach Deutschland bringen, da es hier schon genug junge antisemitische Männer gibt. Steinmeier forderte am 8. November Muslime bzw. Araber dazu auf, den Terrorismus mit Entschlossenheit zu verurteilen. Habeck, der an Inkompetenz ja nicht mehr zu überbieten ist, sagte, Zitat, wenn Juden angegriffen werden, müssen sich die Muslime in Deutschland klar von Antisemitismus distanzieren. Wollen sie nicht ihr eigenes Recht auf Toleranz verwirklichen? Ihr seht also, Deutschland hat alle Kanten der Staatsräson Israels feinsäuberlich geschliffen. Es möchte ungern über den Tellerrand hinausblicken. Lasst uns jetzt alle Punkte Stück für Stück beantworten und wir beginnen mit Habeck. Wenn Juden angegriffen werden, müssen sich die Muslime in Deutschland klar von Antisemitismus distanzieren. Wollen sie nicht ihr eigenes Recht auf Toleranz verwirklichen? Als Philosoph hätte Habeck einfach wissen müssen, wie verachtend diese Aussage in Wirklichkeit ist. Denn diese Aussage bedeutet im Umkehrschluss. Wenn sich die Muslime bzw. Araber nicht der Haltung der Bundesregierung im Zusammenhang mit den Zionisten anschließen, dann gehören sie nicht dazu. Wenn es also zu Übergriffen gegen euch kommen sollte, und diese waren sehr viele in letzter Zeit, dann verliert ihr das Recht auf Solidarität durch die Mehrheitsgesellschaft. Ich nenne euch jetzt mal ein Beispiel, damit ihr das Ausmaß der schwachsinnigen Aussage Habecks versteht. Am 19. Februar 2020 kam es zu dem schrecklichen Attentat in Hanau, wo ein Rassist 9 unschuldige Menschen mit Migrationshintergrund erschossen hat. Jetzt stellt euch mal vor, der Hamas-Angriff hätte am 7. Oktober 2019 stattgefunden und diese 9 Personen würden sich gegen die von der Bundesregierung vorgegebene Linie über die Zionisten stellen. Nach Habecks Aussage hätten diese 9 ermordeten Menschen keine Toleranz durch die Mehrheitsgesellschaft verdient. Somit zeigt sich, Habeck ist nicht nur als Wirtschaftsminister inkompetent, sondern auch als Lehrer und Philosoph. Wir sagen, Zivilisten, die nichts mit dem Kampf zu tun haben, dürfen nicht als Tötungsziel genommen werden. Weder von der Hamas noch von den Zionisten. Daher muss man die Hintergründe des 7. Oktober-Vorfalls genauer untersuchen, um eine Lösung zu finden und nicht um den Moralapostel zu spielen. Denn geht es um die Moral, dann ignoriert ihr die andere Seite der Medaille. Die Seite, wo die unmenschlichen Gräueltaten der Zionisten ersichtlich sind. Da verschließt ihr lieber die Augen und somit ist dieses Dilemma nichts Moralisches, sondern Ungerechtes. Kommen wir zu Steinmeiers Aufforderung an die Muslime bzw. Araber, dass sie den Terrorismus mit Entschlossenheit verurteilen sollen. Er nimmt mit dieser Aussage alle Muslime und Araber in Kollektivhaft. Das haben diese Leute auch damals nach dem 11. September-Vorfall gemacht. Alle Muslime wurden in Kollektivhaft genommen. Sie alle mussten den Vorfall verurteilen und dabei fragen wir jetzt diesen Leuten, als die NSU-Morde damals hier auf deutschem Boden stattfanden, habt ihr je irgendeinen Christen oder Ökodeutschen oder die Mehrheitsgesellschaft dazu aufgefordert, sich von diesem Terror zu distanzieren? Haben diese Leute je von den Juden in diesem Land verlangt, sich von der zionistischen Armee zu distanzieren, welche illegale Übergriffe durchgeführt haben? Michael Lüders hat an diesem Punkt etwas sehr Tolles gesagt. Ich gebe es mit meinen Worten wieder. Was hat die Bundesregierung, die diese Sichtweisen fördert, für eine Vorstellung von gesellschaftlichem Zusammenleben? Man beachte mal dieses Szenario. Die Regierung signalisiert den 5 Millionen Menschen in diesem Land ständig, dass sie nicht dazugehören, weil sie einfach anders sind und nicht das BRD-Weltbild teilen. Was hat das für Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der hier ständig fingiert wird? Das Leid der Palästinenser wird in diesem Land radikal ausgeblendet. Es wird erwähnt, ja, aber in komplett falschem Zusammenhang. Die Medien berichten ständig, dass die Zionisten auf Hamas-Ziele geschossen haben. Somit möchten sie den Eindruck erwecken, das Militär kämpft gegen ein anderes Militär und das ist ein Realitätsverlust. Und wenn sie die Zivilisten erwähnen, dann rechtfertigen sie die Gräueltaten der Zionisten, indem sie sagen, die Hamas benutzen sie als Schutzschild. Die Hamas befände sich unter ihnen. So stellt euch jetzt einmal vor, Berlin wurde unter der Besatzung von Terroristen genommen. Nach der Rechtfertigung der Bundesregierung dürfe man diese Stadt komplett zerbomben, weil diese Terroristen sich unter der Bevölkerung befinden. Das würden sie natürlich niemals billigen.
Quatsch, natürlich nicht. Das geht ja nur bei Palästinensern, wenn die Rede von Zionisten ist. Kommen wir zu Friedrich Merz, dass es genug antisemitische junge Männer in diesem Land gibt. Merz ist in diesem Punkt genauso ahnungslos wie sein Kollege Habeck. Zum einen sind Araber selber Semiten. Wenn Juden sich gegen Zionisten stellen, dann beschmeißt er sie ja auch nicht mit der Antisemitenkeule. Gegen Zionismus zu sein, ist kein Antisemitismus. Zum anderen hatten Muslime, insbesondere Araber, in der gesamten Geschichte hindurch, wie auch in der aktuellen Zeit, nie eine antisemitische Haltung gehabt. Der Antisemitismus ist also ein europäisches Problem, kein islamisches, östliches oder orientalisches. Damals habt ihr als Römer die Juden in Europa gejagt, als spanische Kreuzzügler mit der Inquisition eine Diaspora gegen Juden gestartet. Eure Großväter, die NSDAP, haben Juden in Europa vergast. Wo haben die Juden auf diesem Planeten friedlich leben können? Richtig, bei uns Muslimen. Ihr habt sie gejagt, wir haben sie aufgenommen. Bis eure zionistischen Freunde ankamen und diese Harmonie und diesen Frieden grundlegend vernichteten. Nach dieser Tatsache hat Merz die Kühnheit und Frechheit, uns als Antisemiten zu bezeichnen. Das Antisemitenproblem geht von euch und eurer Geschichte aus, nicht von uns und unserer. Daher ist diese Aussage von Friedrich Merz nicht nur als unwissend abzulehnen, sondern auch als Lüge. Politiker sind nun mal Lügner, wir haben also nichts anderes erwartet. Kommen wir zu der Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Die Angelegenheit mit Israel ist deutsche Staatsräson. Wie Staatsräson definiert wird, ist natürlich unklar. Geprägt wurde das Wort zum ersten Mal im 16. Jahrhundert durch Machiavelli. Damals benutzte man dieses Wort dazu, sich über Bindungen des Rechts und der Ethik hinwegzusetzen. Henry Kissinger stellte nach dem 11. September-Vorfall die Staatsräson über das Völkerrecht. Und was war das Resultat? Staatsräson legitimierte den Amis in Guantanamo die Folterkerker zu eröffnen und in den Gefängnissen wie Abu Ghraib unzählige Musliminnen zu vergewaltigen. In Deutschland benutzte dieses Wort zum ersten Mal Angela Merkel 2008, als sie vor der israelischen Knesset ihre Loyalität bekundete, und das sogar auf Deutsch. Denn in der israelischen Knesset sind alle Sprachen erlaubt, außer die deutsche. Staatsräson wurde in Deutschland tatsächlich nie wirklich ausbuchstabiert. Nach dem Militärexperten Carlo Massala ist Staatsräson eine logische Konsequenz. Das heißt, Staatsräson bedeutet, in dem Moment, wo die Existenz Israels auf dem Spiel steht, müsste Deutschland bereit sein, aktiv Israel zu verteidigen. Mit anderen Worten, Deutschland müsste kompromisslos, ohne Wenn und Aber, an die Waffen greifen und in den Krieg ziehen. Staatsräson bedeutet eigentlich, das Überleben des eigenen Staats stehe über allem oder werde über alles gestellt. Von allen Definitionen finde ich die von Mariette Auer am besten, die geschäftsführende Direktorin der Rechtstheorie des Max-Planck-Instituts. Sie sagt, das ist einmalig in der Welt. Zitat, Staatsräson gibt staatlichen Interessen Vorrang vor anderen Werten. Zitat Ende und nochmal Zitat. Und das Interessante hier ist, dass stellvertretend das Überleben eines anderen Staates zu eigener Staatsräson gemacht wird. Zitat Ende. Demzufolge handelt es sich um einen politischen Begriff, keinen rechten. Wir können also schlussfolgern. Deutschland erlaubt sich wegen einer politischen und nicht rechtlichen Sache namens Staatsräson, die Verfassung und Grundrechte der Menschen einzuschränken. Denn zum einen wird damit staatlichen Interessen vor allen anderen Werten den Vorrang gegeben. Zum anderen, obwohl es um die eigene Sicherheit des Staates gehen müsste, was im Fall der BRD ja gar nicht der Fall ist, geht es hier aber um die Sicherheit eines fremden Staates, nämlich Israel. Israel ist deutsche Staatsräson, bedeutet nach dieser Erklärung, wir sind Israel. Ist Israel in Gefahr, sind wir es auch. Zieht Israel in den Krieg, müssen wir es auch. Verlangt Israel von uns, werden wir es geben. Geht es um die Sicherheit Israels, dann sind wir bereit, im Namen des Staatsräsons die Verfassung und das Grundrecht einzuschränken. Denn somit haben wir als Sonderregelung die Legitimation dafür. Wie wird ein renommierter Philosoph dieses große Unrecht mit dem 20. Artikel Absatz 3 des Grundgesetzes in Zusammenhang bringen können, wo explizit und unmissverständlich gesagt wird? Die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden. Oder Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Dieses Gesetz sagt jetzt mit anderen Worten, einem demokratischen Staat ist es verboten, in Eigenermächtigung die Rechte des Einzelnen zu verletzen, wegen der Begründung, dies sei im Interesse des Staatswohls unverzichtbar. Das heißt, selbst eine Staatsräson legitimiert die Regierung noch lange nicht, die Verfassung oder das Grundrecht einzuschränken, egal ob es um Israel oder sonst wen geht. Und doch werdet ihr sehen, wie tüchtig sie das machen. Meinungsfreiheit war bis zum 7. Oktober das höchste Gebot in Deutschland. Mittlerweile hat sich das geändert. Die Menschen in diesem Land, die nicht die politische Meinung der Regierung vertreten, sind tatsächlich in Sorge. Insbesondere ich. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie mich wegen meiner Meinung anzeigen oder zu mir nach Hause kommen werden. Die Menschen in diesem Land trauen sich nicht mehr, ihre gegenteilige Meinung öffentlich auszusprechen. Wir alle spüren ganz offenkundig, die Meinungsfreiheit ist seit dem 7. Oktober-Vorfall hier in Deutschland radikal eingeschränkt worden. So eine radikale Eingrenzung ist nach deutschen Gepflogenheiten sehr ungewöhnlich.
Pro-Palästina-Demos sind verboten mit der Begründung, sie können zu Straftaten führen. Die Tat also ist nicht einmal entstanden und schon möchten sie diese Demos verbieten. Was ist das für eine Logik? AfD-Demos können dazu führen, illegale und rechtsradikale Parolen zu schwingen, wie das bisher immer der Fall war. Wieso werden sie nicht verboten? Ein Arzt, der eine OP durchführen will, könnte keinen Erfolg haben, sodass der Patient am Schluss stirbt. Wollt ihr ihm jetzt verbieten, seinen Beruf auszuüben? Hört euch mal jetzt den Widerspruch an. Die Staatsräson-Bekundung an Israel könnte dazu führen, dass Deutschland mit in den Gazastreifen zieht und bei dem aktuellen Genozid beteiligt werden kann. Nach eurer Logik müsst ihr es diese Bekundung annullieren und Israel scharf kritisieren. Ihr bleibt eurer eigenen Logik nicht treu, möchtet aber Pro-Palästina-Demos eben mit dieser unsinnigen Logik verbieten. Das muss mal irgendjemand verstehen. Kritik gegen den zionistischen Staat wird als Antisemitismus verurteilt und schon bald eventuell unter Strafe gestellt. Jeder Staat auf diesem Planet ist kritisierbar. Wir haben das Recht dazu, unsere Stimmen zu erheben und diese Kritik zum Ausdruck zu bringen. Wir sind zu nichts verpflichtet, wenn es um eure politische Haltung und Weltanschauung geht. Momentan spricht die Bundesregierung nicht im Namen des Volkes. Sie spricht nicht einmal in eigenem Namen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Sie spricht aktuell nur im Namen der Zionisten, denn das Volk will es nicht. Nach dem hiesigen Gesetz dürfte sie das nicht dulden. Also bleibt er nur im Namen der Zionisten. Und deshalb sollen wir jetzt auf unsere Rechte verzichten? Das Existenzrecht Israels nicht anzunehmen, wie das unzählige Juden in Israel und an anderen Stellen dieses Planeten machen, führt eventuell zu einer Straftat. Auch das Einwanderungsrecht schaltet sich ein. Nun, es gibt eine Organisation namens Civicus. Eine internationale Non-Profit-Organisation. Sie ist eine globale Allianz zur Stärkung von Bürgerinitiativen und der Zivilgesellschaft auf der ganzen Welt, also seriös und überall anerkannt. Sie haben einen aktuellen Bericht veröffentlicht, People Power Under Attack 2023. Darin bewerten sie die Bedingungen für den zivilen Raum in 198 Ländern und Regionen. Sie haben 5 Bewertungen bzw. Ratings. Offen, beeinträchtigt, beschränkt, unterdrückt und geschlossen. Deutschland galt immer als offen und jetzt wurde es als beeinträchtigt eingestuft. Civicus hat festgestellt, die BRD schützt nicht vollständig die Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit ihrer Bürger. Ganz im Gegenteil, die Behörden verletzen diese Freiheiten. Civicus dokumentierte, deutsche Behörden lösten Klimaproteste auf und gingen unverhältnismäßig gegen die Klimabewegung Letzte Generation vor. Sie führten Hausdurchsuchungen durch, beschlagnahmten Bankkonten, blockierten Websites. Sie überwachten Telefone, E-Mails und Sprachnachrichten. Gut, die Handlungen der Klimaaktivisten muss nicht jeder mögen. Aber wir reden hier von einer völlig gewaltlosen Organisation. Civicus schreibt, Deutschland war früher eins der freisten Länder in Europa. Jetzt steht Deutschland an der Spitze des EU-weiten Vorgehens gegen Klimaaktivismus, sagte Tara Petrovic, die Analystin des Civicus Monitor für Europa und Zentralasien. Die Herabstufung Deutschlands sollte ein Weckruf für das Land und den Kontinent sein, den Kurs zu ändern. Wir sind Zeuge eines beispiellosen globalen Angriffs auf den zivilen Raum, sagte Marianne Belba-Barreto, leitende Analystin des Civicus Monitor. Deutschland zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger in den Demokratien nicht vor einer Aushöhlung ihrer Rechte gefeit sind. Die BRD zeigt ihre Aggression nicht nur gegen Letzte Generation. Die aggressive Gewalt gegen 700 Demonstranten in Lützerath im Januar 2023 verdeutlichte dies erneut. Die Behörden vertrieben sie, besprühten einen Journalisten, der über die Ereignisse dort berichten wollte, mit Pfefferspray. Und er war sogar bei der Polizei akkreditiert. Das ist immer noch nicht alles, denn jetzt kommen wir zu den aktuellen Ereignissen. Die Behörde ging mit übermäßiger Gewalt gegen Pro-Palästina-Demos in Berlin vor. Sie setzten Pfefferspray und Wasserwerfer ein und nahmen 174 Personen fest. In Berlin und Frankfurt haben die Behörden Pro-Palästina-Demos verboten, wie auch in den letzten vergangenen Jahren. Solche Einschränkungen der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheiten sind diskriminierend, denn sie verletzen das Recht auf Versammlung. Civicus schreibt, das Vorgehen der deutschen Behörden gegen Aktivisten, die ihr legitimes Recht auf Vereinigung, friedliche Versammlungen wahrnehmen, sind nicht förderlich für einen demokratischen Staat, sagte Petrovic. Sie stehen auch nicht im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen des Landes, die bürgerlichen Freiheiten zu schützen. Fazit: Die Meinungsfreiheit in Deutschland wurde von offen auf beschränkt eingestuft. Ich persönlich habe in den vielen vergangenen Jahren sehr oft gesehen, wie Deutschland die Meinungsfreiheit einschränkt. Aber in diesem Ausmaß, so offenkundig, heftig und radikal, dass ich so etwas in diesem Land erleben werde, hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht gedacht. Dass man der hiesigen Gesellschaft in der Palästina-Israel-Sache ihre Recht und ihre Meinung einschränken will, ist die eine Sache. Die andere aber, wenn es jetzt speziell um uns Muslime geht. Das Bundesministerium des Inneren für Heimat hat neulich eine umfangreiche Analyse herausgegeben. Der Titel lautet Muslimfeindlichkeit, eine deutsche Bilanz. Seite 54-55 unter Abbildung 3.5. Forderungen nach Einschränkung der Religionsfreiheit für Muslime in Prozent.
2012 sagten 32% der Deutschen, dass das Ausüben islamischen Glaubens in Deutschland eingeschränkt werden soll. 47% sagten, die islamischen Gemeinschaften sollten vom Staat beobachtet werden. Das erstere stieg 2016 auf 41%, das zweite auf 59%. 2021 30% für A und 43% für B. Zitat: In einer repräsentativen Untersuchung, bei der verschiedene Länder verglichen wurden, schneidet Deutschland bei der konkreten Umsetzung von Glaubensfreiheit besonders schlecht ab. Und jetzt stellt euch mal die Haltung der Muslime gegen die Zionisten im Lichte dieser Analyse vor. Insbesondere uns hier in Deutschland möchte man so gut es geht das Recht auf Meinung und Versammlung einschränken. Die Ampelregierung ist die schlechteste und inkompetenteste Regierung in der Geschichte der BRD. Wir haben den Bundeskanzler Scholz, einen Mann, der unter Demenz leidet. Der Mann weiß ja nicht mal, wie ein roter Teppich funktioniert. Einfach draufbleiben, mein Gott! Fabio De Masi nannte ihn Minister der Diebe. Angesichts des Cum-Ex, der Skandal um die Warburg Bank, hat Scholz zu Recht diese Bezeichnung verdient. Wir haben den Stellvertreter des Bundeskanzlers Robert Habeck. Ein Schriftsteller, der mit Politik absolut nichts am Hut hat. Unfähig zwischen Insolvenz und Konkurs zu unterscheiden. Nach seiner Logik sollen die Geschäfte pleite werden, um zu überleben. In der Geschichte zeigte eine Lebenserwartung wie der nach dem Darwinismus natürlich erste Hominid, also unausgereift und primitiv. Seine Propaganda über islamistische Antisemiten hat gezeigt, wenn die Evolutionstheorie stimmen soll, dann waren die Vorfahren von Habeck tatsächlich primitive Affen gewesen. So viel zum Thema Vererbung. Wir haben Annalena Baerbock, die Frau an der Spitze des Auswärtigen Amtes. Unfähig, eine einfache mathematische Berechnung durchzuführen. Wenn man 1992 von 2022 subtrahiert, dann ergibt die Differenz 30 Jahre, Frau Baerbock, nicht 20. Als 1992, also vor gut 20 Jahren, der Ostseerat gegründet wurde. Irgendwie hat sie es mit Zahlen. Laut ihrer geologischen Berechnungen gäbe es Länder, die Hunderttausende von Kilometern fern liegen. Es ist zwar kein Land, aber es gibt tatsächlich einen Planeten, der 384.400 Kilometer weit entfernt liegt, und das ist der Mond. Vielleicht sollte man dich einfach mal in einem Mini-Space-Shuttle mästen und ins All katapultieren. Dann brauchen wir uns deine debilen Erkenntnisse nicht länger antun. Was sind in den nächsten Jahren die Folgen für mein eigenes Land? Aber auch, was sind die Folgen für mein Nachbarland? Oder ein Land, das Hunderttausende von Kilometern entfernt liegt? Oder ein Land, das Hunderttausende von Kilometern entfernt liegt? Während man versuchen möchte, das Massaker im Gazastreifen mit einem Waffenstillstand zu beenden, setzte man diese inkompetente Balletttänzerin an das Heuchlerpult, die dazu aufrief, dass es eben keinen Waffenstillstand geben soll. Neben ihren debilen Verstandseinschätzungen leidet sie ebenso an Realitätsverlust. Ich warne Iran, ich warne schiitische Milizen in Irak, ich warne Houthis im Jemen davor, zu zündeln und aufs Trittbrett des Terrors zu springen. Boah, jetzt zittern sie vor Angst vor dir. Jetzt hast du es immer so richtig gezeigt. Sie fallen jetzt alle in Anbetung vor dir nieder und werden sich sofort fügen und sputen. Ich rate dir weiterhin, Fußball zu spielen und die schweren Geschütze jenen zu überlassen, die sie tragen können. Neben all diesen immensen Störungen leidet Annalena Baerbock, Baerbock, an Prachfehlern, Sprachfehlern. Bei den Kurven, die sie erstaunlicherweise hat, sollte sie weiterhin Trampolin turnen. Im Bereich von Politik hat sie genauso wenig verloren wie ihr Kollege Habeck. Anscheinend teilen beide die gleiche Doppelhelix-Struktur. Ihr wisst ja, zwei komplementäre Nukleinsäurestränge unter der Ausbildung von Basenpaaren. Ach okay, ihr versteht nur Bahnhof und so weit reicht der Horizont von Baerbock ja überhaupt nicht. Aber genau das ist die Versagerregierung, die wir haben. Es ist traurig, aber wegen ihrer Staatsräson ziehen sie uns jetzt die Rechte auf Kosten anderer ab. Bis hierhin haben wir also festgestellt, Deutschland sieht die Israel-Sache als Staatsräson an. Was Staatsräson heißt, habe ich ausführlich erklärt. Wenn das so ist, dann stellt euch jetzt mal rein hypothetisch das folgende Szenario vor. Da kommt jetzt eine Person und sagt zu diesen Politikern, ich bin voll und ganz für das Existenzrecht Israels. Hey, ich bin sogar mehr dafür als ihr. In Wirklichkeit seid ihr nicht für das Existenzrecht Israels. Denn das Existenzrecht Israels muss hier auf deutschem Boden stattfinden. Gebt den Juden in diesem Land ein Territorium und setzt euch für das Existenzrecht Israels hier in Deutschland ein. Wieso sollten wir das tun, werdet ihr diese Person fragen. Dann würde diese Person zu euch sagen, zum einen sagt ihr doch, Israel ist deutsche Staatsräson. Zum zweiten waren es doch eure Vorfahren, die 6 Millionen Juden ermordet haben. Das betont ihr ja immer wieder. Zum dritten rechtfertigt das die Geschichte der Juden hier in Deutschland. Juden leben bis zum Jahr 2023 seit mehr als 1700 Jahren auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Das bestätigt der römische Erlass aus dem Jahr 321 an den Statthalter in Colonia, also dem heutigen Köln. Denn darin wurde sie erstmals erwähnt.
Juden leben schon hier lange bevor es so etwas wie Deutschland gab. Damals war das, was heute Süddeutschland ist, Teil des Römischen Reiches. Das heißt, die ersten Juden kamen mit den Römern. Das bestätigt Thomas Otten, der deutsche provinzialrömische Archäologe. Nach ihm leben Juden in diesem Land länger als Deutsche. Juden lebten jahrhundertelang geschützt von kaiserlichen Edikten inmitten der christlichen Bevölkerung. Im 19. Jahrhundert prägte sich ein neuartiger Antisemitismus. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurde dies mit einer Vernichtungspolitik ersetzt und der Holocaust entstand. Also, wenn die Juden irgendwo auf diesem Planeten das Recht auf Territorium haben, dann ist es hier in Deutschland. Nun zeigt doch dieser Person eure hochgeschätzte Staatsräson und setzt euch für das Existenzrecht Israels hier auf deutschem Boden ein. Holt sie wieder zurück zu einer Region, wo sie anscheinend länger lebten als die Deutschen. Diese Leute würden sofort diese Aufforderung ablehnen. Tja, somit würde die Person dann zu euch sagen, hey, somit bin ich für das Existenzrecht Israels, aber nicht ihr. Was ihr macht, ist bloßes Lippenbekenntnis, wenn es denn nicht um eure eigene Haut geht. Wie es scheint, akzeptiert ihr selber nicht das Existenzrecht Israels, wollt aber die Menschen dazu zwingen, dass sie das tun. Das muss mal einer verstehen.